Ja, weil es natürlich noch genug Sachen gibt, die wir erreichen müssen und wollen. Beispielsweise Adoptionsrecht, allgemein mehr Anerkennung, mehr Freiheiten etc. Es gibt genug, um was wir noch kämpfen müssen. Naja, es macht Spaß. aber ich glaube, den ursprünglichen Sinn hat es ein bisschen verloren, weil es mittlerweile irgendwie unnötig geworden ist. Solange es eine Diskriminierung von Menschen gibt, die anders sind als andere, gibt es immer noch den CSD und ich denke, er hat eine Berechtigung. Naja, die Ehe für alle war ja nur ein Problem und ich finde, es gibt noch genug. Einmal in der Zusammensetzung der Umsetzung des Gesetzes, also ich sag mal Kinder, Lesben und Schwule, Leihmutterschaft, Mehrelternschaft etc. Aber es gibt eben auch ganz viele Themen, die ganz unabhängig davon waren. Ich sag mal, die Situation von Lesben und Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen im Gesundheitswesen, auf dem Arbeitsmarkt, insgesamt die Diskriminierung gesellschaftlicher Art, was nochmal zunehmen wird durch das Ansteigen von rechtspopulistischen Gruppen. Also von da aus, wer denkt, es wäre jetzt alles geklärt, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Ich sage auf jeden Fall ja. Es ist zwingend erforderlich, dass weitere CSDs stattfinden. Nur jetzt mit Ehe der Öffnung ist ja das Thema einfach nicht abgeklärt und auch die Diskriminierung noch nicht beendet. Dazu haben wir viel zu viele Aufgaben noch, die erledigt werden müssen. Natürlich finde ich, dass der CSD noch eine Bewandtnis hat. Denn es gibt noch ganz viele andere Punkte, die offen sind, wie zum Beispiel das Transsexuellengesetz, was unbedingt erneuert werden muss oder vor allen Dingen mal general überholt werden muss. Und auf jeden Fall ist in gesellschaftlicher Ebene noch eine ganze Menge zu tun, denn es ist schon mal gut, dass sie hier demonstrieren können, aber wenn das auch normal wirkt und man nicht erst ja, irgendwelche schrillen, bunten Farben braucht, um Leute auf sich aufmerksam zu machen, sondern ja, wenn man sagt, naja, CSD oder LSBTI sind eben nicht nur was Schrilles, sondern gehören zur Normalität. Das wäre eigentlich das, was optimal wäre. Natürlich liegt da noch Sinn drin. Die Ehe für alle war ein ganz kleiner Schritt. Es gibt noch so viele Sachen, die zu machen sind. Alleine wenn ich daran denke, Blutspenden wäre nicht schlecht. Ich will Leuten helfen, aber das darf ich nicht. Und viel mehr, was da noch zu tun ist.